Buongiorno hier aus Dresden. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Fahrt im TSW 3 heute auf der Strecke Dresden-Riesa. Und zwar mit diesem wundervollen Gefährt, das wir hier unten sehen, dem ICE-1, und zwar in einem Szenario vom guten Cat Gaming. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, ist im Creators Club zu erhalten. Fahrtrichtung Sven da rein und nach vorne. Zugbeeinflussung. PZB machen wir an. Selbstverständlich die tolle Soundmod ist mit am Start. Türen müssen wir nicht mehr freigeben. Hat schon der Kollege vor uns gemacht. Dann schauen wir, ob wir... Na, Spitzenlichter müssen wir noch einstellen. Wie machen wir das noch gleich? Das machen wir doch. Hier normal und hier einmal den auf an. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Ach, diese Sounds, Leute. Eieiei. Also da muss man wirklich sagen, reife Arbeit. Geben wir uns die AFB noch frei. Und zwar einmal hier auf dies an. Ne, jetzt ist sie an. Und wir haben die Vorsoll-Freigabe. Machen wir uns die SIFA direkt auch an, weil warum nicht? Und sind abfahrbereit. Und das hören wir uns natürlich. Erstmal machen wir einen Screenshot, obligatorisch. Ah, das nehme ich als Thumbnail. Herrlich. Und auf geht's. So, melden wir uns nebenbei hier an. Das ist der ICE 870. Achso, ja klar, wir haben die AFB freigegeben. Dann müssen wir die AFB auch auf über 0 km/h stellen, um loszufahren. Der Bahnhof ist auch gut vollgestellt. Hier ist ein Talent 2 in Doppeltraktion. Da hinten noch ein 146. Und hier sind wir. So, Ausfahrt mit 60. Das heißt, wir können uns befreien. Und machen das auch. So, wir sind bei DB Fernverkehr angemeldet, das passt auch soweit. Netzfall manuell brauchen wir nicht. Sprache. Ja, ne? Dann gehen wir wieder zurück. Güterzug abgestellt. Die HL-Container Hamburg Süd. Talent 2, der uns entgegenkommt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir haben keine Zwischenhalte. Wir
wir halten als nächstes in Drisa. Nicht Drisa, habe ich gerade Drisa gesagt. Ich wollte natürlich Risa sagen. So, jetzt dürfen wir 80 fahren mittlerweile. Und kommen gleich schon an der schönsten Stelle der Strecke vorbei. Mal von hier. So. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Dann versuchen wir jetzt mal eher im Führerstand zu bleiben. Vorbei an Dresden Mitte. An Dresden Neustadt, pardon. Und brausen hier dann in Richtung Risa. Ankündigung auf 80. Das passt aber, wir fahren sowieso 80. Oh, die AFB zieht gut die Bremse rein. Das macht sie sehr schön. Ah, also IC1 macht sowieso ja extrem viel Spaß, aber mit diesen Sounds ist das einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Oh, da haben wir wohl die Anzeige, dass wir gleich im Gegengleis weiterfahren werden. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wir dürfen gleich 100 fahren und wenn wir hier dran vorbei sind, dürfen wir auch schon 160 fahren. So, jetzt dürfen wir mittlerweile 100 fahren und gleich auf 160. Ich würde sagen, wir können direkt die AFB auf die 160 hochstellen. Ich bin gespannt, ob wir da irgendeinem Zug hinterherfahren oder ob wir da mit einer grünen Welle heute durchkommen. Können wir mal ganz kurz hier auf die Karte schauen, ob wir da irgendwen vor uns haben. Ah, da steht auf jeden Fall ein Zug, es sind aber die Regionalgleise. Hier vorne kommt einer. Aber mal schauen. Also auf jeden Fall einiges noch an KI-Verkehr hier verbaut.
Okay. So, Kilometer 109. Vorsignal ist weiterhin grün, zeigt uns freie Fahrt an, beziehungsweise vorsignalisiert uns freie Fahrt. Und das nehmen wir doch mit Vergnügen an. Und entgegen kommt uns da, glaube ich, gerade ein Zug. Ich sehe da schon irgendwas am Horizont aufblitzen, so leicht in Rot. Sieht aus wie eine 146. Ist auch, glaube ich, eine. Ja, ich streiche das, glaube ich, das ist eine. Hier auf der S-Bahn unterwegs, vermute ich die S1. Finde ich sehr faszinierend nach wie vor, dass hier in dem Gebiet, dass einfach die S-Bahnen Doppelstockzüge sind. Das ist ja andernorts in der Regel eher Regionalexpressen vorbehaltet. Und hier sind es halt einfach wirklich die S-Bahnen, die mit Doppelstockzügen fahren. Das ist schon eine Ansage, ne? Für mich sind halt S-Bahn-Züge so 422, 423, 425, Flirt 3, Flirt 1. Das sind so die Züge, die ich, oder Flirt 2, die ich als S-Bahn wahrnehme, aber so ein Doppelstockzug ehrlich gesagt nie so richtig gedacht, dass das halt, dass die im S-Bahn-Verkehr eingesetzt werden können. Halte ich auch für natürlich sehr sinnvoll, weil die eine hohe Kapazität haben. Andererseits mit nur in Anführungszeichen zwei Türen pro Wagen ist der Fahrgastzu- und Abstieg durchaus erschwert dadurch. So, gehen wir runter auf die 130. Genau, also die Fahrgäste können, was gerade im S-Bahn-Verkehr sehr wichtig ist, nicht so schnell den Zug verlassen bzw. einsteigen. Aber gut, andererseits, so ein TGV hat dann auch nur eine Tür pro Wagen. Das ist halt, ich glaube, das ist auch nicht unproblematisch. Hier Kilometrierungswechsel übrigens gerade. Wir fahren maximal heute 130, auch wenn unser Zug natürlich mehr schafft, aber die PZB erlaubt uns nicht mehr als 160 km/h, die übrigens jetzt schon wieder freigegeben sind. Also nehme ich die Leistung mal zurück, stelle die AFB auf 160, was jetzt geschehen ist, und wenn der Zug dran vorbei ist an der Tafel, dürfen wir die Geschwindigkeit ausfahren, was jetzt auch schon der Fall ist. Ja, das ist nach wie vor ein super geniales Feature, ne? Hier mit dem Zugfunk und alles. Hier Telefonbuch. Wahlwiederholung, all das Zeugs, also es ist schon nicht schlecht. Wen rufen wir jetzt an? Sprechen Sie. Hallo, hallo. Dann spreche ich halt weiter mit euch. Konnte man vermutlich jetzt schwer verstehen, weil der Zug natürlich so laut ist. Zugsammelschiene ist an, sehr gut. Die Fahrgäste haben Licht und Strom. Das ist auf automatisch. Hier haben wir die PZB. Türsteuerung haben wir hier. Was sonst? Hier die Rangiersteuerung, Hauptbefleitung füllen, Bremsüberlastung. Dann haben wir hier unten diverse Sachen zu bedienen. Einmal den Fahrdienstleiter können wir darüber kontaktieren. Eine Klimaanlage, oh, wir sind zu schnell.
Und wir haben halt zu erwarten. Wir haben keine 1000 Hertz Beeinflussung. Dann müssen wir jetzt auch nicht so drastisch runter mit der Geschwindigkeit. Behalten wir mal lieber die Strecke kurz im Auge. Da ist auf jeden Fall ein Halt zu erwarten. Okay, das Signal schaltet um. Daher würde ich sagen, da wir anscheinend einem Zug hinterherfahren, fahren wir mal mit 100 km/h weiter, statt auf Höchstgeschwindigkeit. Und stellen uns einmal hier hin in die Kurve und schauen unserem Zug zu beim Vorbeifahren. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da ist ein Signal, das wieder Halt zeigt. Ja, Tatsache, wir fahren hier einem Fernverkehrs- oder Güterzug hinterher. Dann können wir auch eigentlich die Leistung rausnehmen und rollen lassen. Ein bisschen Strom sparen. Okay, Vorsignal ist grün. Dann würde ich sagen, fahren wir auch maximal mit 90 weiter. Okay, laut hat es das nächste Vorsignal auch schon wieder gelb. Also, ja, wir werden, um die eingangs gestellte Frage nach der grünen Welle zu beantworten, wohl nicht mit einer heute handhaben, sondern, ja, okay, jetzt ist es doch wieder grün. Sieht man übrigens auch ganz schön durch die Zickzack-Oberleitung, ne? Ja, sondern wir fahren ja jemandem hinterher. Vorbei an den Kühen. Schauen wir, dass wir keine Zwangse bekommen. Hier zu viel in der Außenkamera. Denn da ist auch schon wieder ein Halt zu erwarten. Die 160, von denen sind wir weit entfernt, die ausfahren zu können heute. Okay.
doch nicht mehr, gerade umgesprungen. Dann würde ich sagen, halten wir einfach mal die 90 km/h. Das ist wohl ganz gut. Aber dann fahren wir auch wohl eher einem langsamen Zug hinterher. Und es wird wohl ein Güterzug sein, der vor uns auf der Strecke ist. Der wohl maximal vielleicht 100 fährt. 120. Ja, 100 wird er wohl fahren, denke ich mal. Vom Max, insofern. Bis Riesa sind es 20 Kilometer. War es nicht vorhin noch weniger als 20? Ich dachte schon irgendwie. Aber vielleicht ist dem auch nicht so. Also offensichtlich ist dem nicht so, ne? Tuckern wir hier auf dieser Aufschüttung, auf diesem Bahndamm durch die Lande. Mal schauen, ob wir jetzt hier rechts abfahren. Sieht ganz danach aus. Jetzt frage ich mich tatsächlich, ob wir immer noch jemandem hinterherfahren oder nicht. Ich gehe mal auf die 100. Auch wenn wir theoretisch 160 fahren dürften. Schauen, wie die nächsten Signalbilder so aussehen. Okay, also das Hauptsignal da unten, das wird wohl Halt anzeigen in die Richtung. Die Frage ist, ist der Zug dahin gefahren oder ist er immer noch vor unserer Nase? Ich glaube, er ist weg. Nee, da ist er. Ich würde sagen, wir können aber trotzdem ein bisschen schneller. Also 120 werden schon so drin sein. Da können wir natürlich auch aufmachen. Und holt mal kurz eure QR-Code-Scanner raus. Einmal scannen hier. So. Wer es nicht gesehen hat, einfach nochmal wieder zurückspulen und stoppen. Ich fand, der IC1 war schon ohne Soundmod einer der angenehmsten und besten Züge, die wir hier so im TSV haben. Und jetzt hier natürlich mit Soundmod. Nochmal ganz anders. Der Craig. Uber Craig. Muss man natürlich nicht bestätigen. Thank you.
Herabsetzung auf 120. Also bremsen wir mal ein bisschen rein. So. AFB ist jetzt auf 120. Okay. Wir können direkt weiter reinbremsen. Ah, doch nicht. Dann können wir einfach mal rollen lassen. Stabil 60 FPS. Sehr gut. So, Thema Industrieanschluss. Hier vorne. Kann man sich auch sehr austoben. Also Leute, die auf Rangieren stehen, die sind hier mit der Strecke auch recht gut bedient, würde ich mal behaupten. Mit dem Gleisanschluss von diesem Chemiewerk. Mit der 363, die man hier fahren kann. Das muss man mal ganz kurz, dahin fliegen. Ich mache mal nebenbei das HUD an, nur um zu gucken, dass wir jetzt nicht irgendwelche Signale und sowas überfahren. Jetzt ist hier aktuell gar nichts ab. Achso, ja gut, ist ja ein Szenario. Ganz vergessen, im Fahrplan ist natürlich das Ganze hier vollgestellt mit Containerwagen, aber das ist ja ein Szenario. So, da kommt uns irgendwas Rotes entgegen. Sieht aus wie eine Lok. Oder? Eine 363? Eine 204? Eine 363 mit einem Dosto-Steuerwagen. Süß. Tolle Kombi. So, ah, vor uns ist jetzt mittlerweile nichts mehr los. Ich sehe da schon wieder einen Zug auf dem Gegengleis. Das sieht aus wie eine 185, die hier vor dem Signal steht. Einmal ganz kurz hier Hallo gesagt. Toll, das Horn. 1A. Signal zeigt Fahrt an. Aber hier rechts vorbei an diesem erst so eine Art Güteranschluss hier. Eine
85, diesmal wird Containerwagen hier von Pannonia. Weiter in 120, oh, nur noch 2,3 Kilometer bis Riesa. Die Zeit verfliegt hier. Meine Güte, ups. Meine Güte. Können wir eigentlich schon mal die Leistung wieder rausnehmen? Ankündigung auf 80. Und einmal alle hinten festhalten würde. Schnell unter 85. Links hier war gerade dabei, dass sich auf der Autobahn Stau bildet, glaube ich. Und hier diese charakteristische Brücke von Riesa, die eine blau, die andere grau. Warum auch immer. Wird wohl einen Grund haben. Ja. Und Einfahrt Riesa. Ich wollte schon wieder Riesa sagen. Einfahrt Riesa. Mit unserem wundervollen ICE 1. Fahren wir natürlich ganz vor bis zum Signal. Damit wir mit unserem gesamten Zug am Bahnsteig auch stehen. Links auf. Stehen wir auch komplett am Bahnsteig? Jawohl. Das tun wir in der Tat. Aber recht knapp noch, ne? Also. Ah, wobei, hätte noch sogar ein Wagen mehr dazwischen gepasst. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Link zum Szenario in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.